das kannst du dir als Inspiration nehmen für dein Acting. Stimmt, ich spiele ja bald in einem Film ein Entführten. Vielleicht. Oder ich will auch bald ein Buch schreiben, dann zur HCCD, hätte ich Bock drauf. Letztens habe ich mir selber Memos gemacht mit Ideen, wie das Buch losgehen könnte und so weiter. Weil es ist unangenehm, das zu gucken, gell? Ja, ich weiß, dass es nicht lustig wird. Ja. Aber ich glaube, 15 Minuten, das halten wir mal aus. Kann auch mal ernster werden hier, oder? Ich denke schon. Mein Name ist Nathalie. Ich bin Radsportlerin und Triathletin. Bei einer Trainingsradtour an einem schönen Sommertag überwältigte mich ein Fremder und zerrte mich in seinen Wagen. So eine Geschichte kriegt man echt nur aus dem Fernsehen, gell? Klingt sehr nach Hollywood so. Aber ich glaube, bei der Natascha Kampusch war es ja auch so, dass die in einem Ortschaft sogar, also nicht mal außerhalb oder irgendwo alleine, sondern in der Ortschaft wurde die einfach ein Auto reingezogen, dort halt bewusstlos gemacht und entführt. Und dann 8 Jahre lang war die ja, also von ihrem irgendwie 8. bis 16. Lebensjahr oder so war die in Gefangenschaft. Also die kam dann auch raus als nicht sozialisierte Frau, also wusste nicht, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie redet man überhaupt, keine Schulbildung, wie komme ich zurück in den Beruf, wie kann ich ein normales Leben führen, gar keine Ahnung. Und es ist schon krass, was manche Menschen andere Menschen antun können, der Wahnsinn. Hallo Nathalie, Maja möchte von dir wissen, wie wurdest du entführt? Es war letztes Jahr an einem schönen Sommertag, 2 Monate nach der Geburt von unserem kleinen Kind. Ich habe mich gefreut, dass ich einfach wieder Radfahren gehen kann und habe dann eine Route gewählt, die ich eben schon lange nicht mehr gefahren bin. Ich glaube, es war gegen 16 Uhr. Ich war so ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. In einer Bergaufpassage ist mich plötzlich ein Auto von hinten angefahren. Ich bin zur Seite gestürzt, bin aufgestanden, habe gemerkt, okay, mir fehlt nicht viel. Ich war auf der rechten Hüfte ein wenig offen, aber ja, wollte dann eben den Unfall klären. Bin dem Autolenker entgegengegangen, der mir auch entgegengegangen ist. Und dann habe ich plötzlich Schläge gespürt, habe die Hände vors Gesicht gehalten, bin zu Boden gegangen. Und später habe ich dann erfahren, dass derjenige oder der Autolenker mich in sein Auto gezogen hat und mich zu seinem Haus gebracht hat. Kim möchte. Unglaublich. Vor allem frisch Mutter geworden. Mhm. Du musst doch während deiner Führung, oder wenn du entführt bist, nur denken, ich muss zurück zum Kind. Irgendwie. So, ich muss ja für jemanden da sein jetzt. So. Mhm. So, mein Leben ist gerade scheißegal. Es geht darum, um mein Kind. So irgendwie. Also diese Muttergefühle müssen ja gigantisch sein. Du von dir wissen, an was für einem Ort wurdest du festgehalten? Es war sehr versteckt. Also man findet auch die Hauseinfahrt nicht. Es geht über eine Schotterstraße eben zum Haus hin. Das Haus war mitten im Wald und es war dreckig, es hat gestunken, es war alles sehr heruntergekommen. Er hat mich zuerst gefesselt, ins Haus gezerrt und dann in einen Schrank verfrachtet. Die Schranktür zugemacht und gesagt, er muss jetzt weg und er kommt wieder und ich soll ruhig sein. Und da habe ich dann mein Bewusstsein wieder verloren. Als ich wieder zu mir gekommen bin, lag ich dann auf einem Bett, war komplett nackt und konnte nur durchs Fenster sehen, dass es schon langsam dämmerig wird. Pago fragt sich, kanntest du den Entführer? Ich finde es echt, also ihre Gestik und Mimik, also allein wie sie auf die Frage reagiert jetzt auch zum Schluss, dass sie eben so schluckt und nochmal mit ihren Augen hin und her wandert und so. Also du meinst, es ist krass, man sieht, wie sie kämpft mit dem... Ja, ja. So ich glaube auch, dass es nicht sehr leicht ist, über sowas zu reden. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das könnte, mich bei so einem Format sagen, so ja, okay, ich mache mit. So allein schon für Menschen, die es genauso geht oder einfach nur, damit das Menschen wissen, sowas passiert. Es ist kein Fernsehen oder so, passt auf. Und ich bin auch immer so, das ist auch scheißegal, ob... Das heißt ja immer so, Frauen... lieber nicht nachts alleine nach Hause laufen. So. Ich sag auch, Männer macht das nicht. Oder alleine irgendwo nachts rumlaufen oder irgendwie irgendwo sein, wo kein Mensch ist, ist immer ein Risiko. Klar, man kann natürlich nicht, also in ihrem Fall, sie hat nichts Falsches gemacht, die ist einfach nur Fahrrad gefahren. So. Man kann nicht übervorsichtig sein, so dürfte man ja niemals das Haus verlassen. Aber man sollte es auch nicht drauf anlegen, sag ich jetzt mal so. In ihrem Fall ist halt wirklich sauscheiße gelaufen. So, wie kann das sein? So hat nichts falsch gemacht, aber einfach so ein super viel Pech. Führer. Nein, also obwohl er aus der gleichen Ortschaft kommt wie ich, habe ich den Führer noch nie im Leben zuvor gesehen.
Okja möchte wissen, wie hat der Entführer dich behandelt? Er hat mich sofort gefesselt. Durch die Schläge ist mir mein Arm und mein Schädelknochen gebrochen worden, weshalb ich wahrscheinlich auch das Bewusstsein immer wieder verloren habe. Der gebrochene Arm ist ständig einmal vorm Körper, einmal hinterm Körper gefesselt worden. Der Mund ist mir zugeklebt worden. Er hat mehrmals versucht, mich zu ersticken mit Stofftüchern. Aber andererseits war er wieder sehr eigenartig höflich. Also er hat mich immer mit Sie angesprochen. Man hat schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Entführer nicht stimmt, dass er irgendwie sehr eigenartig ist. Über was habt ihr gesprochen? Ich konnte erstmal gar nicht viel sprechen, weil ich eben mein Mund immer gefesselt war und immer gesagt hat, ich muss leise sein. Und er hat mir eigentlich hauptsächlich Anweisungen gegeben, was ich tun soll oder nicht tun soll. Wollte mit mir dann ein Glas Wein trinken, wobei er mir einfach die Flasche in den Rachen gesteckt hat quasi. Wollte mich dann auch baden, wo ich mich zuerst gewehrt habe. Danach hat er versucht, mich zu ertränken in der Badewanne. Also es war jetzt erstmal nicht wirklich ein Gespräch, sondern ich habe einfach versucht zu überleben und still zu sein. Was hast du in dem Moment gedacht? Am Anfang habe ich geglaubt, das ist alles nicht wahr, das ist ein Film. Bis ich irgendwann realisiert habe, okay, es ist wohl doch wahr und einfach die Hoffnung mir aufgegeben habe, irgendwie noch heil aus dem Ganzen herauszukommen. Lotte möchte von dir wissen, hat ein Entführer dich sexuell missbraucht? Anfangs wusste ich es nicht, weil er mich einfach nackt ausgezogen hat und ich doch bewusstlos war. Laut Untersuchungen im Krankenhaus hat er mich aber nicht sexuell missbraucht. CVN fragt. Also vor allem dieses Ersticken, Ertränken. Ich frage mich, ob er das wirklich wollte oder ob das nur Angst oder Klarmachen. Ich hab die Gewalt. Ich entscheide das. Also es wird dann später auch, glaube ich, gesagt, dass er es schon wollte, aber... Nein, ich sag nicht, was ist. Ich spekuliere gerade nur so ein bisschen. Weil irgendwie macht es für mich halt keinen Sinn, so jemanden entführen und dann umbringen. Das ist so, für was denn die Entführung dann? Also irgendwie, dass man irgendwie ja klar macht, so hey, wenn du mich ärgerst, ich hab's in der Hand. So meine Theorie dazu. Ich finde immer voll interessant, dass ich, wenn ich immer sowas sehe, also Interviews oder über irgendwas mit Straftäter, oder wir haben letztens auch geguckt, die Sache mit dem Rechtsradikalen. Ich versuche dann immer, mich so reinzufühlen, so wie kann ein Mensch so sein, warum tut er das so? Und es ist immer so eine, sag jetzt mal, eine ganz gruselige Reise. Also auch damals, als ich das Buch Psycho Killers geschrieben habe, war das für mich dann auch irgendwie so wie so eine Reise. So. Ich versetze mich so einen Charakter rein und schreibe dann so, wie würde der denken? Wie würde der über so eine Tat denken? Und das ist dann fast schon gruselig, wie sehr man es dann nachempfinden kann und dann sich dabei erwischt so, oh, das ist so irre, so. Man muss erstmal dahin kommen und diese Empathie abschalten, dass man nicht sich dafür schämt beziehungsweise halt das einfach machen kann, so jemanden so hart schädigen. Fragt sich, hattest du Todesangst? Ja, eigentlich ständig. Also er hat schon im Auto das erste Mal versucht, mich zu ersticken. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, keine Ahnung, er will mich zuerst quälen und dann umbringen. Dann hat er mich so lange unter Wasser getaucht, dass ich, glaube ich, kurz davor war zu ertrinken oder zu ersticken. Und meine Gedanken waren eigentlich nur, ich mag irgendwie wieder nach Hause und einfach weiterleben. Warum glaubst du, hat er nicht zu Ende gebracht? Ich weiß es nicht. Also sicher auch, weil er psychisch krank war und vielleicht selber gar nicht so genau gewusst hat, was er da tut und vielleicht sich dann im Endeffekt auch nicht wirklich getraut hat, glaube ich. Linda fragt sich, warum hat er das getan? Ich glaube, weil er ein sehr einsamer Mensch ist. Also er hat dann auch von seinem Leben erzählt, dass eben seine Eltern beide nicht mehr im Leben sind, er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, von denen auch das Haus geerbt hat und dann eigentlich die Großeltern auch gestorben sind und er in seinem Leben einfach gar keine Freunde gehabt hat, mit denen er irgendwas unternehmen kann. War die Entführung geplant? Ich glaube schon, weil warum sollte man, wenn man jemanden anfährt, sonst Klebeband, ein Seil, einen Stock, so einen Schlügel dabei haben? Ich glaube, das sind auch die meisten Menschen, die halt einfach nichts mehr zu verlieren haben. Oder zumindest das Ansehen nicht mehr zu verlieren haben. Also ich würde zum Beispiel, selbst wenn ich es wollen würde, niemanden entführen, weil ich wüsste,
wenn ich erwischt werde, meine Eltern, meine Freunde etc. Aber wenn ich niemanden habe, dann habe ich ja auch so gesagt nichts zu verlieren. Ja, vermutlich ist es so eine Zusammenstellung, also das natürlich bestimmt auch. Also wenn man halt ein hartes Leben hat oder halt auch psychisch Probleme hat, aber halt dann nochmal Rückhalt hat eben von Freunden oder so oder von Familie oder Menschen, mit denen man über seine Probleme reden kann, hilft das. Ich glaube halt wirklich, dass halt Einsamkeit kann halt nochmal alles verstärken. So Trauer, vielleicht sogar eine Psychose, ich weiß es nicht, halt irgendwas, also ich bin jetzt auch kein Arzt oder kein Psychologe, was das angeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ganz allein ist, dass man halt irgendwann halt gewisse Grenzen eher überschreiten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war. Zoe möchte von dir wissen, wollte er Lösegeld? Nein, er wollte kein Lösegeld und hat auch keinen Kontakt zur Außenwelt aufgenommen. Hat er zu dir gesagt, was er will? Nein, er hat eigentlich immer zu mir gesagt, dass ich am nächsten Tag wieder eine freie Frau sei und dass ich tun soll, was er mir sagt. Aber er hat dann eigentlich nicht viele Anweisungen gegeben, außer dass ich eben still sein soll, in die Badewanne gehen soll, Wein trinken soll, ja. Azumi Imusa möchte von dir wissen, hast du dich gefragt, warum gerade ich? Natürlich fragt man sich das. Ich habe mir auch irgendwie die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob er mich vielleicht irgendwie kennt oder vielleicht schon öfter gesehen hat, dass ich da Rad gefahren bin. Aber ich glaube, es war einfach wirklich nur Pech, weil ich bin da schon lange nicht mehr mit dem Rad vorbeigefahren und habe ihn noch nie davor gesehen und es ist sogar am Tag zuvor eine andere Radfahrerin belästigt worden. Marie möchte von dir wissen, hat die Polizei nach dir gesucht? Mein Freund hat natürlich nach mir gesucht. Der hat auch unser kleines Baby dabei daheim gehabt und hat immer auf ihn aufgepasst, hat dann die Schwiegereltern geholt, dann zur Feuerwehr und zur Polizei. Die Feuerwehr wollte zuerst nicht suchen, weil sie sagen, sie beginnen, glaube ich, erst nach 12 Stunden zu suchen. Mein Freund hat ihn... Interessant, gell, dieses, was man im Fernsehen hört, man sucht erst nach 48 Stunden oder so, das ist Bullshit, das hört man in so Filmen und Fernsehen. Vermutlich ist es eine amerikanische... So, aber oft bei grobem Verdacht sucht man sofort. Also die Polizei sofort benachrichtigen, man muss nicht, die warten nicht. Also wenn es wirklich einen groben Verdacht gibt oder so, ja, legen die los. Ja, klar, wenn es einen groben Verdacht gibt, aber wenn du einfach sagst, mein Kind ist 21, hat sich jetzt seit was weiß ich nicht wie viel gemeldet, die Polizei fährt vielleicht mal vorbei und klingelt und wenn die Tochter nicht aufmacht, ist es so. Aber dann hast du trotzdem noch 24 Stunden, die du warten musst. Vom Fall zu Fall unterschiedlich bestimmt, aber... Also es ist wirklich so einfach verschwunden, so wollte zurückkommen, kam aber nicht. Und man hat eh schon eben so gehört, da gab es einen Vorfall schon, dann legt man normalerweise los. Aber egal jetzt. Und dann eben klar gemacht, dass ich nie länger als eine Stunde weg bin, weil ich dann so unser Baby einfach auch noch gestillt habe. Und daraufhin hat dann eigentlich eine Riesensuchaktion begonnen. Also mein Freund hat auf Facebook auch alle Freunde gebeten, sie sollen helfen zu suchen. Insgesamt haben mich über 200 Leute an dem Amt gesucht und der Hubschrauber ist geflogen. Ja. Trent fragt sich, wie konntest du entkommen? Im Endeffekt glaube ich wieder durch großes Glück. Also mir ist aufgefallen, in dem verwahrlosten Haus, wo überall Dreck war, wo glaube ich nicht einmal der Strom funktioniert hat, weil kein Licht war, war eine einzige Sache wirklich schön gepflegt und das waren die Orchideen. Klingt wie so ein Horrorfilm. Wie so ein Horrorfilm. Ja, ja. Ein verwahrlostes Haus und so. Es klingt fast schon zu sehr nach Stephen King. Also ich sag so, das ist Roman mal wieder. Aber nein, das ist halt die Wirklichkeit. Wahnsinn. Also im ganzen Haus waren sicher 20 schöne Orchideenblumen oder Stöcke. Und irgendwie aus meiner Panik und Verzweiflung heraus habe ich den Täter darauf angesprochen, dass eben seine Orchideen schön sind und wie er sie pflegt und was er damit macht. Und daraufhin hat mir eben der Täter so seine ganze Lebensgeschichte erzählt und das, warum er das tut. Und daraufhin sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich vorgeschlagen, wir könnten das Ganze ja wie einen Unfall aussehen lassen. Und sagen, ein Reh wäre mich angefahren und wenn er mich jetzt nach Hause bringt, dann hat das vielleicht auch keine Konsequenzen für ihn. Und darauf ist er halt eingestiegen. Ziemlich clever irgendwo, eigentlich. Ich würde es ja nicht mal versuchen, weil ich sagen würde, für die Aussage würde er mich wahrscheinlich nochmal niederstrecken. So.
keine Ahnung. So, vielleicht würde man alles versuchen, vielleicht auch gar nichts. Vielleicht, ich weiß nicht, was man. Ich glaube, jeder Mensch auch anders, aber ich will auch niemals in so einer Situation sein, dass ich rausfinde, wie ich handeln würde. Das hattet ihr geglaubt? Am Anfang war ich selber noch super misstrauisch, einfach weil ich mir gedacht habe, okay, das kann er jetzt nicht wirklich glauben, dass ich dann nicht die Polizei hole. Oder er hat mir sogar seine Handynummer aufgeschrieben, gesagt, ich soll mich melden und vielleicht können wir ja Freunde werden, hat er gemeint. Und dann hat er mich tatsächlich heimgeführt. Zuerst hat er meine Fesseln gelöst und mich eigentlich mit nach draußen begleitet. Und dann wollte er noch irgendwas aus dem Haus holen und in dem Moment habe ich überlegt, soll ich jetzt weglaufen, soll ich wirklich in das Auto einsteigen. Also ich habe mich dann entschieden, nicht wegzulaufen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß nicht mal, wohin ich laufen muss. Ich hatte ja keine Ahnung, wo ich hin muss, weil ich die Autofahrt auch nicht so ganz miterlebt habe. Und bin dann in das Auto eingestiegen. Und dann hat er mich zuerst in die falsche Richtung geführt und ist wieder stehen geblieben. Und da habe ich wieder geglaubt, er bringt mich jetzt um und vergräbt mich da irgendwo. Galaxis möchte von dir wissen, wie lange warst du gefangen? Es waren im Endeffekt dann 7 bis 8 Stunden. Also es war circa von 4:30 nachmittags bis circa Mitternacht. Leonie Schneider fragt sich, hast du an deine Rettung geglaubt? Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich dort auf dem Bett gelegen bin und den Hubschrauber gehört habe. Und da habe ich gewusst, okay, mich suchen die Leute. Es hätte auch irgendein Hubschrauber sein können, aber ich war mir sicher, mich sucht da draußen jemand. Die Hoffnung war relativ gering, dass mich dort in dem abgelegenen Haus irgendjemand finden würde. Juma Cole fragt sich, wie hat dein Partner reagiert, als er dich wiedergesehen hat? Eigentlich haben wir zuerst telefoniert. Also ich war dann wieder zu Hause, bin ins Haus hineingelaufen und meine Schwiegermutter war dort und hat auf unseren kleinen Sohn aufgepasst. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Freund anzurufen und danach eigentlich erst die Polizei. Er war einfach so erleichtert, weil er nicht mehr daran geglaubt hat, nach stundenlangem Suchen, dass er mich noch lebend finden würde. Piskis Pai möchte von dir wissen, wie hat die Polizei den Entführer gefasst? Die Polizei war dann ziemlich bald vor Ort und hat mir natürlich gleich Fragen gestellt. Sie haben dann ziemlich bald meinen Radcomputer ausgewertet, der noch im Fahrrad oben war. Und mit Hilfe des Radcomputers haben sie genau das Haus lokalisieren können, weil der noch weitergelaufen ist. Buff fragt sich, hast du den Entführer nochmal wiedergesehen? Gott sei Dank nicht. Also auch bei der Hauptgerichtsverhandlung habe ich meine Aussage zuerst machen dürfen. Die wurde auf Video aufgenommen und ich habe dann eben nicht in den Gerichtssaal müssen und den Täter somit nicht wiedersehen. Hat er vor Gericht gesagt, warum er es gemacht hat? Ja, der Täter hat gesagt, er hatte sexuelle Absichten, hat sich aber dann im Endeffekt nicht drüber getraut. Nicole Lüthier möchte von dir wissen, was für eine Strafe hat der Täter bekommen? Der Täter hat 7 Jahre Gefängnis bekommen und eine Einweisung in eine Anstalt für geistige Normenrechtsbrecher. Findest du die Strafe gerecht? Gerecht ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Einweisung ist auf jeden Fall gut, weil irgendwie auch nicht damit zu rechnen ist, dass er wieder freikommt und ich mich so einfach sicher fühlen kann. Tom möchte von dir wissen, hat er sich bei dir entschuldigt? Nein, der Täter hat sich nicht bei mir entschuldigt, aber er hat auch eigentlich bei der Gerichtsverhandlung noch immer keine Reue gezeigt. Also der versteht auch gar nicht, was er da eigentlich gemacht hat, glaube ich. Ich glaube, das musst du auch nicht verstehen können, sonst wirst du es ja gar nicht tun. Also dass du nachher merkst so, war dumm von mir, das wäre ja voll irre. Also entweder bist du wirklich so ein Mensch, der es nicht nachvollziehen kann, so. Also irgendwie muss es auch sehr komisch sein, wenn du so im Kopf bist, wo alle Menschen um dich herum irgendwie komisch sind. So, die handeln alle nach irgendwelchen Prinzipien und alle haben so ihr Ding und alle kommunizieren und funktionieren miteinander und ich bin irgendwie so ein lustiges Wesen daneben und komme hier überhaupt nicht zurecht und bin so, das ist irgendwie, ich passe hier einfach nicht her. So. Und es tut mir dann fast immer voll leid, so weil ich glaube, man kann vielleicht ein paar Leuten helfen, aber manchmal einfach nicht irgendwie. Und es ist schon ein blödes Schicksal, so auf einem Planeten zu leben, wo alle außerirdisch sind, auf irgendeine Weise. Philou fragt sich, wie hat die Tat dein Leben verändert? In gewissermaßen auch zum Positiven.
Also ich muss sagen, dass ich seitdem einfach viel bewusster bin, wie gut es mir eigentlich geht. Bewusster bin, dass jeden Tag aufzuwachen nicht selbstverständlich ist, dass das Leben einfach nicht selbstverständlich ist. Und bin einfach ja, unfassbar froh, noch am Leben zu sein und dass ja, das Ganze doch noch ein gutes Ende genommen hat. Lilith fragt sich, hast du Angst vor dem Tag, an dem der Entführer wieder freikommt? Mittlerweile schon etwas weniger, aber am Anfang war die Angst sicher sehr groß. Ich habe dann auch vor Gericht immer ausgesagt, dass wenn der Täter wieder freikommt und er weiß, wo ich wohne, dass wir dann einfach wegziehen müssen, beziehungsweise ich mich nicht sicher fühle. Anfangs hatte ich sogar Angst, dass, keine Ahnung, irgendwie aus seinem Verwandtenkreis mich eventuell aufsuchen könnte und quasi Rache ausüben. Rache, weil es war ja Verrat so. Ich habe dir vertraut, dachte, du wärst meine Freundin. Und dann hast du mich voll hintergangen so. Also ich hätte da so Schiss, dass da einfach diese Wut da ist. So, ich wurde mein Leben lang verarscht und jetzt du auch. Will. Mittlerweile, glaube ich, ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Pief fragt sich, hast du bleibende Schäden? Ich habe noch immer ein Metallstück jetzt im Unterarm, der gebrochen war. Am Hinterkopf eine Delle, die nie wieder verheilen wird. Und ich habe noch immer wieder Panikattacken. Also allein schon heute irgendwie die Anfahrt hier zum Studio war irgendwie ungut, weil man weiß, okay, U-Bahn und fremde Stadt. Und also immer, wenn ich im Straßenverkehr bin oder irgendwo viele Leute, also ich schaue immer um mich herum, denke mir, okay, mag irgendwie alles im Blick haben, wo die Leute sind. Radfahren bin ich auch noch immer sehr ängstlich. Und oft, wenn ich einfach Männer sehe, die dem Täter etwas ähnlich schauen, bekomme ich richtig Angstschweiß und Panikattacken. Hummel fragt sich, bist du in psychologischer Behandlung? Nein, bin ich zurzeit nicht, war ich aber. Finde aber, dass mir einfach der Rückhalt aus der Familie und viele Gespräche mit der Familie fast besser tun, als wirklich regelmäßig in eine psychologische Sprechstunde zu gehen. Damir81 möchte von dir wissen, hast du Flashbacks? Ja, habe ich. Also ja, letztes Mal war ich einfach beim Supermarkt am Parkplatz und ein Mann ist auf mich zugegangen und hat einfach gefragt, ob ich ihm helfen kann mit dem Wagerl. Und ich habe sofort geglaubt, dass der wieder irgendwas, dass der mich überfallen will, weil es einem noch ganz früh war und sonst fast niemand auf dem Parkplatz. Und solche Sachen passieren eben öfters. Fred Humble möchte von dir wissen, kannst du dem Entführer verzeihen? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein Verzeihen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie dran denke oder mir denke, ich mag Rache ausüben oder sowas, das ist es nicht. Also mir tut er in gewisser Weise auch leid, weil er, glaube ich, auch kein lustiges Leben hat, aber das rechtfertigt natürlich nicht, was er getan hat. Florian Schätzle möchte von dir wissen, wie geht es dir heute? Jetzt mittlerweile ist über ein Jahr vergangen und ich bin auch froh, wenn das Ganze einmal ein Ende nimmt. Also eine Gerichtsverhandlung ist noch offen. Dann hoffe ich, dass ich damit einmal abschließen kann. Und ja, jetzt war auch der erste Jahrestag meiner Entführung. Und wir haben jetzt einfach beschlossen, wir feiern den Tag, als wäre es mein zweiter Geburtstag und machen an dem Tag irgendwas Besonderes. Interessant, den Tag sogar irgendwie so zum Feiern nutzen. Ja, besser als gar nichts zu machen und dann daheim zu sitzen und sich zu denken, ach du Scheiße, vor einem Jahr war ich in diesem Keller da. Ja, keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, aber starkes Ding, definitiv. Zwei Sachen. Ich habe vorhin noch gelesen, warum gibt es eigentlich das Stockholm-Syndrom. Ich kann das Stockholm-Syndrom nicht erklären, aber ich kann es Vollgas nachempfinden. Also irgendwie macht es für mich voll Sinn, so, dass das gibt. Also ich habe es nur davon gehört und war so, ja, dass Opferinnen und Führer irgendwann mögen beziehungsweise verteidigen oder sympathisch finden irgendwann, das macht irgendwie Sinn, aber ich kann nicht erklären, warum. Und sonst, was war das andere nochmal? Ich weiß gar nicht, was das war. Ach so, einer meinte so, der Titel passt ja nicht, wenn es 8 Stunden nur sind. Das ist wurscht, der Zeitraum ist egal. Entführt werden heißt jemanden entführen und sei es nur für 2 Minuten ins Haus reingezogen und wieder dann. Das war ein Entführungsversuch von mir aus, aber das ist entführt. Es muss nicht immer, eine Entführung beginnt nicht erst nach 2 Tagen oder muss mit Lösegeld, wird erst eine Entführung. Entführung heißt wirklich, wenn man jemanden die Freiheit wegnimmt, obwohl man dazu kein Recht hat. Krasses Video, echt heftig, Carina. Da hast du mich mal wieder in etwas sehr, sehr heftigen reingeworfen.
wirklich eine sehr, sehr skurrile Geschichte, habe ich so noch nie gehört. Also auch, dass es so schnell ging, so in 8 Stunden man mit ihm führt und es passiert so viel mit Baden und mit Reden, mit Wein trinken und keine Ahnung was. Und dann kann man denjenigen überreden, dass man wieder freigelassen wird. Und ich finde auch die Stelle, fand ich super interessant mit, dass er nochmal ins Haus reingeht und siehst, so, ich könnte jetzt weglaufen, aber weißt du was, ich riskiere es lieber, also dass man die Entscheidung trifft, so, wenn ich weglaufe und er erwischt mich wieder, weil er schneller ist als ich oder so, weil er besser laufen kann oder weil ich verwundet bin oder so, am Ende, dann glaubt er mir sicher nicht mehr. Ich vertraue mir jetzt einfach mal, dass er wirklich mir geglaubt hat und nicht sagt so, okay, weißt du was, die lügt mich auch an, ich bringe sie jetzt um oder so. Also es war eine sehr, sehr kranke Entscheidung, so ich vertraue ihm jetzt. So, warum sollte sie das tun? Macht gar keinen Sinn, aber einfach so vom Gefühl her, ich glaube, der lässt mich gerade wirklich frei, so vollkommen irre einfach nur. Fast zu krass, um wahr zu sein, wirklich. Es klingt für mich wie eine Stephen King-Geschichte. Ja. Dankeschön an Roppan, 44 Resignieren. Manchmal sind halt eben die Geschichten vom wahren Leben heftiger als jedes Buch. Dann bis dann und passt auf euch auf. Nochmal großen Respekt an die Frau, dass sie da einfach so jetzt nach von also, ein Jahr später mentale Stärke die haben muss ein Jahr später schon drüber reden kann und also sich vor allem so mit hat, das ist schon krass, 10 Millionen Menschen, also muss man auch erstmal wollen. Dankeschön.